Unsere Führung orientiert sich eigentlich sehr stark daran, dass wir uns als Wertegemeinschaft verstehen. Ja, also so Werte wie Mut, Kollegialität, Transparenz, Commitment sind für uns extrem wichtig. Und jeder, der auch bei uns mitarbeiten möchte, sollte sich auch überlegen, ob er zum Beispiel in der Lage ist, mal mutig Diskrepanzen anzusprechen, oder vielleicht auch mal für den Kollegen in die Bresche zu springen. Das sind für mich, oder für uns alle sind das so allgemeingültige Grundwerte, die wir brauchen, um einfach Gas zu geben bei uns und für unsere Kunden. Und wir schaffen eigentlich über dieses Konstrukt, über diese Basis, auch einen wunderbaren Freiraum, damit wir jeden ermöglichen im Team, dass er sich mit seinen Möglichkeiten und auch mit seinen Wünschen, selbstständig einbringen kann, ja, damit wir dann gemeinsam schauen können, wie wir da vorankommen. Und das zeigt doch schon, dass wir in Sachen Führung auch den Menschen extrem stark in den Fokus stellen, also sogar den jeweiligen Mitarbeiter. Wir nehmen da als Grundwerkzeug eigentlich auch immer so die Bedürfnispyramide und schauen, was braucht der jeweilige Mitarbeiter gerade am meisten. Und uns ist da auch bewusst, dass sich solche Bedürfnisse mit der Zeit und auch in Abhängigkeit davon, wie sich der jeweilige Mitarbeiter jetzt gerade entwickelt, dass die Bedürfnisse sich auch einfach immer wieder ändern können. Ja. Das heißt, wir schauen einfach immer wieder gemeinsam mit dem Kollegen, wo sind Entfaltungsgebiete, wo er sich jetzt weiterentwickeln kann. Und das unterstützen wir dann auch aktiv, indem wir dann sagen, okay, du kannst das Seminar besuchen oder such dir mal ein Coaching raus beispielsweise. Und damit erreichen wir sozusagen, dass auch unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin auch in den nächsten 10 Jahren immer noch als Experte gefragt ist am Markt. Ja, ich will dazu auch wieder Beispiele nennen, weil es ist natürlich immer sehr abstrakt und also wir haben ja schon mal keine mittlere Führungsebene, ne? Also wir gehen jetzt auch Richtung 15 Mitarbeiter, vielleicht noch dieses Jahr 20 Mitarbeiter und normalerweise würde man erwarten, dass es dann eine mittlere Führungsebene gibt. Das gibt es bei uns nicht. Das ist ein Zeichen, ne, dass wir Führung anders leben, anders interpretieren und natürlich jetzt, also es gibt quasi Geschäftsleitung und dann sind alle gleich, ne? Und wenn ich dann das immer so beobachte, ne, ich bin ja bei vielen Themen auch schon raus und bin da lang nicht mehr so tief drin oder natürlich habe ich auch ein paar Schwächen, wo ich sage, das sind jetzt Situationen, da bin ich jetzt nicht so wahrscheinlich derjenige, der das am besten machen würde. Und meine Wahrnehmung ist immer wieder, ich sehe das nonstop und ich sehe das auch relativ schnell mal in einem gleichen Projekt sich wechseln, dass die Leute denen zuhören, die an der Stelle die beste Kompetenz haben. Man sieht es auch zum Beispiel in der Administration, ne? Der eine ist eher der Hardware-nah an der Infrastruktur, der andere ist eher so im Betrieb, also die Serverlandschaft der Experte, ne? Und es ist unglaublich, wie schnell dann, wenn man für einen Kunden etwas umsetzt, der eine mal vorangeht und dann der andere vorangeht. Das wird quasi das Fachliche führen. Ne? Da ergibt sich einfach, dass der Experte sich meldet. Wir fragen häufig, wer kennt sich da aus, kann mal jemand kurz unterstützen oder so. Und das Zweite ist ja dann eben noch so situativ, ich sage jetzt mal auf der persönlichen Ebene, quasi was, da ergänzen sich Gregor und ich immer ganz gut. Mir ist es auch bei den Azubis schon aufgefallen, ne? Dass der eine eher so, ich sag mal, der Mutige ist. Der andere ist dann eher so, sag mal, der Ruhige, der dann auch wieder seinen Part mit reinbringen kann. Und das ist diese, sagen wir mal, situative Führung, die Selbstführung, die laterale Führung. Das ist komplett bei uns. Deswegen haben wir keine mittlere Führungsebene. Ne? Natürlich ist es auch so, dass, ich sage jetzt mal, wenn jemand neu anfängt oder ein Azubi, natürlich muss man bei dem Führung anders praktizieren. Das ist doch ganz klar. Selbst bei den unterschiedlichen Azubis musst du Führung ganz anders praktizieren. Ne? Manche brauchen anfangs, sagen wir mal, eine stärkere Führung und manche, die kommen rein und geht relativ schnell und sagt, hey, die nehmen selbst schon Führungstätigkeiten ein. Ne? Eine Führung wird auch ganz normal verstanden wie jede andere Aufgabe und ist nicht mehr eine Rolle, die im Prinzip für das Selbstbild zwingend notwendig wäre.